Tag auch Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Okami. Und wir haben ja letztes Mal eine neue Technik gelernt. Und ich würde sagen, dieses Mal werden wir sie gehörig ausnutzen. Und dafür gehen wir als erstes mal da hinten zu den Bergen. Und reden mit ihm hier. Mit diesem Händler. Nun mal sehen, was mache ich nochmal hier? Oh ja, ich hatte Schutz unter diesem Wächtersprössling gesucht. Weil ich so ein schreckliches Geräusch gehört habe. Wie von einem knurrenden Monster. Nun, das ist ja einfach perfekt. Das ist Schicksal. Ich werde hier ein Geschäft aufmachen. Du weißt, wohin du kommen musst. Wenn du einkaufen geschickt wurdest, stimmt's, Hühnchen? Oh ja, ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber komm. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Das wird ein Kinderspiel mit deiner Nase. Wenn du irgendwo nette Schüsseln oder Teller aufspürst, dann lass sie nicht liegen. Bring sie zu mir. Würdest du das tun? Wenn du irgendwelche Schätze aufsammelst, die ein bisschen Wert haben, dann zahle ich dafür. Schätze? Hast du sowas schon gefunden, Amy? Wenn ja, dann solltest du es einfach verkaufen. Ich meine, was willst du mit so einem Zeug? Wie Schüsseln und Tellern. Es ist hart, das schwer arbeitete Zeug zu verkaufen. Aber keine Sorge, alle Schätze, die du gesammelt hast, werden im Fächermenü erfasst. Was murmelst du da? Willst du mit mir handeln? Ich würde sagen, warum nicht? Verkaufen, was haben wir denn hier? Schätze? Wie hat denn diese Rattenstatue? Ich würde sagen, wenn man sie verkaufen kann, verkaufen wir sie auch. Was können wir denn hier kaufen? Futter. Vergeltung? Exorzismus? Stahlfaustsacke? Stahlseelensacke? Und heiligen Knochen. Noch nichts Interessantes bei. Zumindest nichts, was für mich interessant ist. Gut, wir wollten aber eigentlich über den Fluss und auf die andere Seite und den Hügel entlang gehen. Aber wenn wir schon mal hier sind und reden können. Das ist das Leben, Mann. Es ist toll, wieder meine Axt zu schwingen. Vorhin siehst du den Ofen da. Er verschwand, als der Fluch ihn traf. Meine Werkstatt ist mein ganzer Stolz. Ich bin total happy, dass ich sie wieder habe. Eigentlich bin ich ein Künstler, der mit der Natur auf einem ganz hohen Level kommuniziert. Mann, ich kann es kaum erwarten, wieder ein paar Pötte anzufeuern. Gut, sind wir hier gerade ehrlich richtig an der Wand, die ich denke, dass wir sind? Da vorne ist sie auch gut. Hoch mit uns. So. Jetzt sind wir in diesem Berghang, an dem wir das letzte Mal waren und feststellen konnten, da geht's nirgendwo hoch. Aber wir hatten ja diesen komischen Riss gefunden, den wir jetzt hier mit der Kirschbombe aufsprengen können. Und genau deshalb renne ich jetzt hier nochmal lang, um meine Kirschbombe mal ein bisschen nutzen zu können. Können wir sie eigentlich auch an dieser Statue benutzen, fällt mir gerade so ein. So, erstmal wieder wissen, welcher Knopf das ist. Mal schauen, bringt sie auch hier was? Anscheinend nicht. Aber wir wissen ja, dass sie genau an dieser Stelle was bringen müsste. Und damit haben wir einen neuen Gang freigelegt. Und erhalten eine Kiste. Mit Exorzismus S. Papier mit heiligen Formeln verursacht geringen Schaden. Ich würde sagen, das habe ich eben nicht gekauft, aber wenn man es gratis kriegt. Das hier ist eine Wächterstatue, aber ich glaube, hier war seit Jahren keiner mehr. Sie ist in ganz schön schlechter Verfassung. Sie tut mir irgendwie leid. Warum lässt du nicht eine Opfergabe hier? Ich habe doch eine Frage. Wen wundert es, dass hier lange Zeit niemand war? Ich meine, Höhle
die man nur mit Bomben aufspringen kann. Was kann man denn opfern? Frage ich mich immer noch. Ich schätze mal, das hört sich wenig. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas haben. Aber ich würde sagen, wir hatten ja diese ganzen Schriftrollen. Ui, wir haben einiges, was wir hier rumliegen haben. Und ich würde sagen, da lesen wir uns auch mal ein bisschen durch, was wir hier alles haben. Was haben wir denn? Also mal die Schatzliste hätten wir. Die Rattenstatue. Also eine der 13 Sternzeichenschätze, erst in einer seltsamen Position. Herr Pose. Und was sehen wir hier? Wir sehen halt diese Rattenstatue, die wir auch ein bisschen im geringen Maße bewegen können. Wir haben, da steht 1 von 3. Aber ich weiß gerade nicht, wie man weiter scrollt. Oder ist das, achso, das ist bezogen auf diese Seiten. Gut. Techniken haben wir. Ja, unsere Spieltechnik für Winde und das Ausweichen. Also nichts Besonderes. Was gibt's, wenn man es durchliest? Einfach nur. Ja, Erklärung, gut. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht durchlesen. Ich klicke einfach die anderen auch eben durch, damit wir hier keine neue mehr stehen haben. Was haben wir denn noch an Texten? Das Bessarium. Und zwar mit Gegner, eine Gegnerliste quasi. Wir haben grüne Teufel. Und ja, grobe, affenähnliche Kreatur, die Menschen ärgert und triezt. Ob sie nun die lokale Bevölkerung terrorisieren oder den Ausbruch von Krankheiten verursachen, diese Unruhestifter sind der Schrecken der Menschheit. Man sagt, sie verstecken sich in dunklen Orten und sie werden als Flötenspieler dargestellt. Was hätten wir noch? Wir hätten den roten Teufel. Diese lauten Spieler sind schwerer zu exorzieren als die grünen Teufel. Eines Nachts hörte ein Mann laute Musik und ging hinaus, um die Quelle zu finden. Im Schatten versteckt sah er, wie die Teufel aufhörten zu spielen und Sake tranken. Seine Chance erkennt, griff er an. Der Mann holte aus und zertrennte die Saiten der Laute mit seiner Klinge. Die Teufel verschwanden in einer Wolke aus Rauch. Es ist ratsam, die Saiten mit dem Pinsel zu zerschneiden. Also ein Hinweis, dass man gefälligst die Pinseltechnik nutzen sollte. Dann hatten wir die gelben Teufel, die wir auch kennen, diese Pauker. Der Volksmund sagt, dass diese Teufel niemals aufhören, Unheil zu treiben. Vergrabene Erde lassen sie ihre mächtigen Trommeln erschallen. Der Schall der Trommeln lässt die Erde beben. Springen, um den Angriff auszuweichen. Die Legenden erzählen, man soll sie aus dem Boden locken und von hinten angreifen. Obwohl mit Krankheiten durchsetzt, werden sie oft skurril dargestellt. Diese Geschichten sollen sie weniger furchtbar erscheinen lassen. Ich finde es auf jeden Fall nett, dass hier die ganzen wichtigen Sachen für den Kampf quasi rot sind. Was hätten wir noch? Wir hätten den Totenfisch, unseren fliegenden Creeper, der einfach mal alles in die Luft sprengt, wenn man ja ihn nicht schnell genug besiegt. Der verwandelte Geist einer Frau, die sich selbst ertränkte. Dieser dämonische Fisch kann fliegen, indem er seine Flossen flattert, wie mit Flügeln. Wenn du nachts den Kadaver eines Fisches am Strand findest, dann solltest du die Flossen mit einem Kraftstreich exorzieren. Das schlägt den Fisch auf den Boden und jagt ihn zum Teufel. Interessanter Hinweis. Gut, was haben wir noch? Wir hatten Reiseführer, Tierliste und Logbuch. Ich würde sagen, die heben wir uns hier ein bisschen später auf. Wir rennen erstmal ein bisschen weiter und erkunden nochmal den restlichen Berghang und danach können wir vielleicht nochmal weiterlesen. Das ist einfach, weil ich nicht möchte, dass jetzt erstmal alle Texte am Stück kommen. Das ist ein bisschen zu viel, glaube ich. Vielleicht im nächsten Part. Und ich würde sagen, an diesem Berghang gibt es nichts mehr zu sehen.
Und von daher hätte ich eigentlich gedacht, dass wir da hoch können irgendwie, dass irgendwo quasi ein Aufgang ist, weil da oben anscheinend ein Weg zu sehen ist, aber ich habe mich wohl geirrt. Außer natürlich hinten habe ich irgendwo was verpasst. Aber ich glaube nicht, dass es der Fall sein sollte. Aber ich meine, die würden doch nicht extra so einen ganzen Gangbereich machen für umsonst, quasi für nichts. Oder vielleicht von der Feuerwerkshütte erreichbar. Das wäre die andere Methode. Und die Rolle wollte ich gerade nicht machen. Ich habe mich eigentlich nur zurückgelehnt. Und ja, zurücklehnen gleich Rolle rückwärts. Haben wir auch wieder was gelernt heute. Also falls ich irgendwann in einem Kampf mal Rolle rückwärts machen möchte, muss ich mich einfach nur zurücklehnen in meinen Stuhl. Aber ich meine, das haben sie garantiert nicht umsonst gemacht. Schließlich steht da oben was drauf auf dem Dach. Können wir eigentlich den Fisch da oben irgendwie, Fisch sag ich schon, die Vögel füttern? Ich bezweifle es. Und ja, irgendwann gehen wir auch über die Brücke da hinten, damit alle glücklich sind. Eigentlich wollte ich das schon vor einer halben Ewigkeit machen, aber ich finde die Landschaft einfach viel zu schön. Und es gibt hier viel zu erkunden, als dass ich da irgendwie jemals zukommen würde, glaube ich. Gut, hier ist anscheinend nichts. Oder? Ja. Da ist nichts zu sehen. Gab es hier noch irgendwas außer die Kiste? Nö. Und wie ich die Musik höre, würde ich sagen, uns erwartet gleich einmal nachts. Aber ich muss ehrlich sagen, die Musik dieses Spiels ist einfach wunderschön. Ich mag das ganze Spiel an sich von der Atmosphäre, ist einfach, ja, herrlich. Muss man ehrlich so sagen. Und wir nähern uns dann mal, würde ich sagen, der Brücke. Wobei, den Kampf nehme ich mit, ich brauche immer noch Geld. Man sieht ja auch diese extrem teure Technik, die man noch lernen kann. Naja, und Schießseiten. Und wir wissen jetzt ja über die roten Teufel, dass sie halt anfällig sind fürs, ja, für diesen Angriff des, warte mal, fliegender Fisch. Können wir die jetzt einfach so abschneiden? Nein, anscheinend nichts. Anscheinend müssen wir auch da warten, bis er grau ist, wie gerade dieser rote Teufel. Auch gerade ein schöner Angriff, muss ich ehrlich sagen, dieser Sprung, dieser Sprungangriff-Kombi. Die mag ich irgendwie. Nein, Finger weg. Kann ich sie mir jetzt irgendwie noch erwischen? Tatsächlich. So kann man sich also retten. Außer natürlich gar keine Flügel mehr, doch kann man es tatsächlich noch. Also ist meine Zinse jetzt hier die Notrettung quasi. Und den Kämpfen gegen diese fliegenden Fische. Gut zu wissen. Ja, wir brauchen halt noch ein bisschen Geld für diese extrem teure Pinseltechnik. Apropos, geht's irgendwo rein? Auf jeden Fall ist es hier noch verfluchtes Gebiet anscheinend. Gab es nicht irgendwie eine göttliche Pinseltechnik für, dass man das irgendwie zu erblühen brachte? Wenn ja, dann war sie ziemlich lange zurück. Kommt auch nicht irgendwie im Kreis. Ich wollte gerade sagen, ist das irgendwie eine tolle Pinseltechnik, die total secret ist und ich einfach nur übersehen habe. Oder muss man einfach ausmalen? Ich bezweifle es. Aber wozu haben wir denn unsere Sammlung der göttlichen Pinseltechniken? Blühen bei Bäumen, Kirschbombe, Kraftstreich, Restaurieren und Sonnenaufgang hätten wir. Ja, gut. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt blühen, was hier was bringen könnte. Man sieht ja auch, es, ja, kommen Blumen, aber nicht so, wie man es haben möchte. Was ich mich gerade frage, ist, wir haben einen Sonnenaufgang. Könnte man damit eigentlich auch zufälligerweise die Nacht überspringen? Es sieht gut aus, dass man es kann. Gut, ich frage mich noch zwar, ob das das wirklich wert ist, da seine Tinte für zu verschwenden, aber es ist immerhin möglich und das ist auch was Schönes. Zum Agatha-Wald.
Dieser Wasserweg führt zum Agatha-Wald. Das ist der grünste und fruchtbarste Platz in dieser Region. Ich habe gehört, dass die Leute aus dem Dorf früher die Fähre zum Wald genommen haben. Ja gut. Aber wir können ja nicht lang genug schwimmen, als dass wir da lang könnten. Und von daher würde ich sagen, gehen wir zum Schrein. Und runter mit uns. Endlich, das, was wir schon seit ein paar 20 Parts machen wollten, wird bald eintreten. Was haben wir denn hier noch stehen? Mondschrein. Die Leute läutern sich hier, bevor sie die Mondhöhle besuchen. Ich würde sagen, gehen wir mal rein, bevor wir die Mondhöhle besuchen halt.